Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Firdey und heute werfen wir einen langfristigen Blick auf den DAX, um Ihnen zu zeigen, dass uns meiner Meinung nach keine Finanzkrise 2.0 bevorsteht. Und zusätzlich werfen wir einen Blick auf die aktuellen Jahresgewinner und ein wenig auf die Entwicklung der Vorwoche. Da hat sich natürlich einiges getan. Ja, wegen den Verwerfungen bei der Silicon Valley Bank und aktuell bei der ja, Schieflage bzw. Übernahme der Credit Suisse Bank. So, zunächst zum DAX. Schauen wir uns das einmal an. Die langfristige Entwicklung. Sie wissen ja, der DAX geriet infolge der Panik um die Pleite der Silicon Valley Bank stark unter Druck. In solch einer Phase kommt dann fast alles unter die Räder. Die Angst vor einer neuen Finanzkrise, hier, da haben wir die Finanzkrise 2000, Ende 2007, 2008 bis zum Tief 2009. Also die Angst vor einer neuen Finanzkrise 2.0 wurde groß und ist auch immer noch gegeben. So, jetzt zeige ich Ihnen mal den Chart, was damals passierte und muss gleich hinzufügen, soweit wird es meines Erachtens nicht kommen. So, Sie sehen hier erstmal links, dass nach einer starken Aufwärtsbewegung der DAX wurde 1989 eingeführt. Hier die Kurse seit 1980 rückgerechnet. Das nur zur Info. Also Sie sehen hier das Platzen der Internetblase ab dem Jahr 2000. Der DAX verlor in diesem Zeitraum fast 70% an Wert. Dann folgte eine starke Rallye. Dann kam die Finanzkrise eben 2008 und der DAX gab wieder über 50% ab. Und danach folgte einer der stärksten Aufwärtsbewegungen aller Zeiten. So, sollten wir also auch wieder in einer Finanzkrise landen und wäre das Ausmaß ähnlich wie eben damals, dann würde der DAX bei etwa 7.500 Punkten landen. Ja. Also, noch unter dem Corona-Crash-Kursniveau. Die Frage ist, und das, weil eine Nischenbank in den Vereinigten Staaten pleite ging, beziehungsweise hier einfach schwerwiegende Fehler gemacht worden sind, und weil eine Schweizer Bank, die bekanntermaßen seit vielen Jahren Probleme hat, jetzt gerettet werden muss, meine Damen und Herren, das halte ich für unwahrscheinlich. Freilich bleibt abzuwarten, wie sich insbesondere in den nächsten Tagen die Kurse entwickeln. Essentiell ist erst einmal der Rückgewinn der 15.000er-Marke im DAX. Heute Morgen, am Montag, kam der DAX zwar unter Druck, doch immerhin konnte er sich beim Tief bei unter 14.500 Punkten im Laufe des Vormittags wieder erholen und landete zur Mittagsstunde sogar im Plus. Ob der DAX dies halten kann, hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Wall Street heute entwickelt. Schauen wir uns die aktuellen Jahresgewinner an. Bei heute ist übrigens die Rheinmetall-Aktie in den DAX aufgestiegen. Mit den Schlusskursen vom letzten Freitag setzte sich der Wert gleich hier an die Spitze der Jahresgewinner mit einem Plus von 27,44%. Weichen hierfür musste die Fresenius Medical Care Aktie, die jetzt im MDAX zu finden ist. So, was ist auffällig? Im Zuge der Krise um die Silicon Valley Bank rutschte die Commerzbank Aktie hier unten gewaltig ab. Während die Commerzbank Aktie kürzlich noch mit einem Plus von über 20% zu den Jahresgewinnern gehörte, liegt sie mit dem Schlusskurs vom Freitag eben nur noch leicht im Plus und aber mit den Kursen von heute, sie gehört zu den ja, Tagesverlierern, könnte sie tatsächlich seit Jahresanfang noch im Minus landen. Schauen wir uns hierzu mal den Chart an. Ja, Chart der Commerzbank-Aktie. Ja, hat sich eigentlich schön verdoppelt seit dem Sommer im letzten Jahr von unter 6 Euro auf ja, knapp 12 Euro. So, und liegt jetzt eben von etwa 12 in der Spitze runter auf
9 Euro. Das alles im Zuge der Silicon Bank Krise und ja, der Übernahme der Credit Suisse. Also wir dürfen gespannt sein, wie es bei den Bankaktien noch weitergeht, ob möglicherweise hier schon ein Tiefpunkt bald gefunden wird. Ja, interessant. Bei der Telekom-Aktie geht die aktuelle Krise offensichtlich völlig spurlos vorüber. Die Aktie steigt einfach weiter, also von Krise hier keine Spur, während doch die ein oder andere Aktie, gehen wir nochmal hoch, in der letzten Woche doch deutlich federn lassen musste. Hier allen voran die Continental-Aktie, die um über 13% nachgeben musste. Ja, das war es schon mit dem Blick auf die Jahresgewinner bzw. Verlierer. Meine Damen und Herren, es bleibt natürlich sehr spannend. Was wird passieren? Also ich habe keine Glaskugel. Ich gehe persönlich davon aus, dass wir nach einigen möglicherweise noch sehr volatilen Tagen das Ende der Krise, der sogenannten, jetzt da langsam wieder zum normalen Geschäft übergehen werden. Natürlich, wie gesagt, ich habe keine Glaskugel, bin aber erst einmal zuversichtlich. Denn an einem Tag wie heute, wo erstmal Panik herrscht und der DAX unter die 14.500 rauscht, da war natürlich überall, was passiert als nächstes, kommt die 14.000, kommt möglicherweise ein Crash, bricht die Welt zusammen. Offensichtlich tut sie das nicht. Und das ist ja erst einmal ein gutes Zeichen. So, was ist diese Woche jetzt noch besonders wichtig und sicherlich auch entscheidend, wie es an den Börsen weitergeht? Natürlich der Zinsentscheid der US-Notenbank, der Federal Reserve, am Mittwoch um 19 Uhr. Am wahrscheinlichsten ist eine Zinserhöhung um 0,25%. Aber je nach weiterem Verlauf und wenn es der EZB gleich tun möchte, könnte die Federal Reserve zur Eindämmung der Inflation auch einen, ja, in meinen Augen sagenhaften Schritt gehen und sogar um 0,5% die Zinsen erhöhen. Halte ich für unwahrscheinlich. Je nachdem, was der US-Notenbank, der Fed, eben wichtiger erscheint. Inflationsbekämpfung oder Ruhe in den Markt bringen. Ich persönlich wäre für Ruhe. Das wäre auch gegeben, wenn die Fed sogar sagt, so, ja, jetzt legen wir mal eine Zinspause ein und werden die Zinsen erst einmal nicht erhöhen und lassen sich die Banken erst einmal wieder beruhigen, beziehungsweise die Anleger. Allerdings wäre auch das wieder schwierig, weil dann viele Marktteilnehmer davon ausgehen würden, dass doch etwas mehr hinter der Schieflage der genannten Banken stecken könnte. Also, das wird eine schwierige Aufgabe der Fed werden. Es kommt hier immer auf die Begleitworte an. Je nachdem oder eigentlich egal, welche Zinsentscheidung die Fed eben treffen wird. Wie gesagt, in meinen Augen dürften wir schon bald aus den Gröbsten raus sein und der DAX dürfte auch bald wieder über 15.000 Punkten notieren. Für den Moment, ganz klar, würde ich aber erst einmal abwarten, wie sich die Sachlage entwickelt. Aktuell sieht es danach aus, dass zumindest keine großen Banken in Schieflage geraten. Bei der ein oder anderen Regionalbank in den USA könnte dies aber doch noch wieder für etwas Verwerfung sorgen. Also, bleiben Sie gespannt, aber erst einmal Füße stillhalten, würde ich sagen. Das nächste Mal wieder mehr hierzu zum DAX und hoffentlich nicht zur globalen Bankenkrise, aber wir und Sie dürfen gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Firlei.